Fellner. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig. Unparteiisch. Und wirklich kritisch. Fellner. Live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Bei uns Platz genommen hat jetzt der Mann der Stunde, muss man eigentlich sagen, oder der nächsten Stunden, weil ein paar Stunden hat er noch, der Ärztekammerpräsident Dr. Thomas Seckerisch. Grüß Gott, vielen Dank, dass Sie es zu uns ins Studio geschafft haben. Es sind noch wenige Stunden, wo man für das Rauchervolksbegehren unterschreiben darf, also das Anti-Rauchervolksbegehren, um genau zu sein. Genau gesagt, morgen um 10 Uhr endet dann die Frist. Sie hätten knapp 8000 Unterschriften gebraucht, damit dieses Volksbegehren dann auch zugelassen wird. Es sind Stand jetzt über 570.000, also Stand heute Nachmittag. Mit wie vielen Unterschriften rechnen Sie denn, dass es bis morgen werden? Also wir hoffen, dass es knapp unter 600.000 Unterschriften werden, was eine extrem hohe Zahl ist, wenn man bedenkt, dass man zum magistratischen Bezirksamt oder Gemeindeamt gehen musste, um hier eine Unterstützungsunterschrift zu leisten, beziehungsweise die Handysignatur gebraucht hat. Das haben doch noch nicht so viele Menschen in Österreich. Ja. Sind Sie überrascht, dass es dann doch so viele waren, die unterschrieben haben? Weil wie gesagt, also 8.400, glaube ich, hätten Sie gebraucht. 570.000, 580.000 werden Sie jetzt werden. Das ist fast das Hundertfache von dem, was Sie gebraucht hätten. Hat Sie dieser enorme Zulauf überrascht oder haben Sie sich am Anfang gedacht, dass das einfach ein Thema ist, das dermaßen präsent ist, dermaßen polarisiert, dass da wirklich eine halbe Million und mehr Unterschriften drin sind? Also, um ehrlich zu sein, waren wir und sind wir überrascht über die hohe Zahl. Es ist hier offensichtlich zu einem Umdenken gekommen und immer mehr Menschen wird bewusst, dass ein Rauchverbot in der Gastronomie etwas Gutes für die Gesundheit der Bevölkerung, für die Gesundheit der Menschen darstellt. Das ist fast in allen anderen europäischen Ländern, selbst in der Ukraine, schon ein Rauchverbot in der Gastronomie gibt. Und das hat auch zu einem Umdenken in der Bevölkerung geführt. Es ist ja nicht so einfach gewesen, so eine Unterschrift zu leisten. Es hat EDV-Ausfälle gegeben und viele Menschen sind öfter aufs Bezirksamt gegangen, um ihre Unterschrift leisten zu können, beziehungsweise mussten dort lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Jetzt gab es ja auch immer wieder Kritik, vor allem auf Social Media, die geäußert wurde, dass das Rauchervolksbegehren da teilweise eben schikaniert würde, weil es Serverausfälle gibt etc. Also gab es die wüstesten Verschwörungstheorien. Wie sehen Sie das? Nein, daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass es einfach eine neue Technologie ist, die mit Anfang des Jahres eingeführt wurde. Und der große Zuspruch hat halt auch zu Serverausfällen geführt. Die letzte Zeit funktioniert. Es war in der ersten Zeit ein bisschen schwierig technisch. Was ist denn jetzt das Ziel? Der Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat ja gesagt, ab 900.000 Unterschriften würde dieses oder sozusagen würde aus diesem Volksbegehren dann eine Volksabstimmung werden. Wo setzen Sie sich die Latte? Wir werden uns bemühen, die 900.000 zu erreichen. Es wird ja jetzt, morgen reichen wir ums Volksbegehren ein im Innenministerium und der Innenminister hat dann Zeit, eine Woche zu definieren, während der das eigentliche Volksbegehren stattfindet. Und wir hoffen, dass wir die 900.000 erreichen. Es geht uns jetzt nicht um die Anzahl der Unterschriften primär, sondern es geht darum, dass es zu einem Umdenken kommt, eventuell aufgrund einer Volksbefragung, die verbindlich wäre und dass schlussendlich das Rauchverbot in der Gastronomie wirklich auch in Österreich umgesetzt wird. Jetzt nur zur Erklärung nochmal für unsere Zuseher, es ist ja so, alle, die jetzt schon unterschrieben haben, diese Unterschriften sind gültig, ja. Das heißt, sie starten quasi mit einem Polster von etwas über 570.000 Unterschriften hinein und würden dann noch knapp über 300.000 Unterschriften brauchen und die müssen dann alle in dieser einen Woche getätigt werden. Ja, also die Unterschriften, die Unterstützungsunterschriften werden mitgezählt und es wird dann eine Woche definiert, in der das eigentliche Volksbegehren stattfindet und dann hoffen wir auf möglichst viel Zuspruch, sodass wir diese Grenze erreichen, die der Vizekanzler definiert hat. Wieso 900.000 verstehe ich zwar nicht, aber es ist eine Zahl, die sehr hoch ist. Und wir hoffen, dass wir die erreichen werden und dadurch auch eine Volksabstimmung und in weiterer Folge eben ein Rauchverbot in der Gastronomie. Es hat nämlich Beispiele gegeben im Ausland. In Italien wurde so ein Rauchverbot schon vor vielen Jahren
ausgesprochen. Und die Konsequenz war, dass die Herzinfarktrate akut gesunken ist. Mittelfristig sinkt natürlich auch die Rate an Lungenkrebs zu erkranken. Und wir haben in Österreich das Problem, dass ca. 25% der Bevölkerung, leider auch sehr viele Frauen, regelmäßig rauchen und dass wir parallel dazu einen Anstieg der Lungenkrebshäufigkeit gesehen haben, auch bei Frauen und mit einer Reduktion des Zigarettenkonsums reduziert sich natürlich auch die Gefahr für solche schwere Erkrankungen. Jetzt haben Sie schon angesprochen, Österreich ist eines der letzten Länder, die so ein Rauchverbot in der Gastronomie nicht umgesetzt haben. Woran liegt denn das Ihrer Meinung nach, dass Österreich hier so ein Nachzügler ist? Ich kann es mir ehrlicherweise nicht erklären, warum Österreich in der Frage des Rauchens ein Nachzügler ist. Ich verstehe auch nicht, wieso hier der politische Druck von allen Parteien zu gering war, dass nicht schon vor Jahren ein Rauchverbot verhängt worden wäre. Auch die derzeit gekippte Regelung, die 2015 beschlossen wurde und 2018 hätte in Kraft treten sollen, ist relativ spät gekommen. Und ausschlaggebend war ein tragischer Todesfall des Herrn Kuch, eines bekannten Journalisten, der in ganz jungen Jahren, etwas über 40, an Lungenkrebs verstorben ist und auch seinen Leidensweg auf Facebook geteilt hat. Das heißt, man konnte mit ihm oder musste, durfte mit ihm mitleiden und das hat zu einem Umdenken geführt. Eigentlich hätte man schon viel früher auch in Österreich ein Rauchverbot beschließen können. Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass die Regierung das Volksbegehren ernst nimmt und damit sozusagen auch ihr Anliegen ernster nimmt, aufgrund dieser 570.000 Unterschriften, die Sie da jetzt im Gepäck haben? Je mehr Menschen unterschreiben, umso ernster wird es genommen. Und ich denke schon, dass man das wahrgenommen hat, wobei unser Ansinnen ist und war, die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Es geht hier nicht um parteipolitisch motivierte Aktivitäten, weil in Wirklichkeit keine der Regierungsparteien auch in der Vergangenheit hier rechtzeitig ein Rauchverbot ausgesprochen haben. Gab es eigentlich Gespräche in den letzten Wochen mit der Regierung bzw. der zuständigen Gesundheitsministerin zu diesem Thema? Zu dem Thema hat es keine Gespräche gegeben. Die Gesundheitsministerin weiß natürlich, dass Rauchen ungesund ist, aber sie hält sich an die Vereinbarung im Rahmen dieser Regierungsverhandlungen. Mhm. Wie geht es denn jetzt konkret ab morgen weiter? Also wie gesagt, bis 10 Uhr morgen Vormittag kann man noch unterschreiben. Mhm. Dann haben Sie gesagt, dann hat der Innenminister mal eine Frist und wird dann diese eine Woche festsetzen. Sie werden dann eine Kampagne starten. Wie soll die aussehen? Wann wird die starten und wie stellen Sie sich das vor? Der Zeitpunkt richtet sich natürlich nach der Woche, in der das Volksbegehren stattfindet. Aber wir haben vorgesehen, dass wir mobilisieren für diese eine Woche. Wir bemühen uns um möglichst viele Stellen, wo man auch unterschreiben kann. Das können auch Außenstellen sein, zum Beispiel in großen Krankenhäusern würde es Sinn machen. Und wir werden natürlich auch Inserate schalten und entsprechend hier das Bewusstsein schärfen und bemühen uns, diese zumindest 300.000 Unterschriften in der Woche noch zusätzlich zu erhalten. Wird man eigentlich dann auch wieder online unterschreiben können in dieser einen Woche? Wenn man eine Handysignatur hat, kann man unterschreiben. Wenn man das nicht hat, muss man zum Bezirksamt bzw. zu Stellen gehen, wo Unterschriften gesammelt werden. Der Vorteil ist, und das war jetzt auch ein Vorteil, ist, man musste nicht zu seinem eigenen Bezirksamt gehen. Es gibt eine Datenbank, wo alle Wahlberechtigten hinterlegt sind und man konnte zu irgendeinem Bezirksamt gehen. Jetzt könnte es theoretisch sein, dass dieser Termin für die Woche genau in die Sommerferien fällt. Das wäre natürlich nicht besonders förderlich. Haben Sie Angst, dass der Innenminister Ihnen da ein Schnippchen sozusagen schlagen könnte? Nein, ich gehe nicht davon aus, dass das mitten im Sommer sein wird, weil wir wissen, dass da sehr viele Menschen auf Urlaub sind. Ich vermute, dass es entweder im Juni oder im Frühherbst stattfinden wird, aber es entscheidet der Innenminister über diese Woche. Sie gehen davon aus, dass das sozusagen fair gespielt wird? Ja, absolut. Ich sehe keinen Grund, dass das unfair gespielt wird. Das Thema eignet sich auch nicht wirklich dafür. Und wie gesagt, auch die Regierung hat sich zu mehr direkter Demokratie bekannt. Und
Und das ist ein Mittel der direkten Demokratie. Das heißt, die Menschen haben die Möglichkeit, ihren Willen hier kundzutun und auch den politisch Verantwortlichen gegenüber zu signalisieren, wir möchten mehrheitlich ein Rauchverbot in der Gastronomie. Und wir denken, dass etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung für so ein Rauchverbot wäre. Jetzt argumentiert die Regierung, vornehmlich die FPÖ in dem Fall, ja immer, dass man der Gastronomie hier einfach auch Wahlfreiheit geben möchte, ob man so ein absolutes Rauchverbot verhängt in seinem Lokal oder eben nicht. Wie ist denn das Feedback, das Sie von der Gastronomie bekommen eigentlich? Es gibt unterschiedliches Feedback. Es gibt sehr viele Restaurants, die freiwillig ein Rauchverbot verhängt haben, weil es in einem Restaurant einfach stinkt, wenn man raucht. Und das sehen viele Menschen so. Ich glaube, dass es auch für die Gastronomie wahrscheinlich besser gewesen wäre, wenn man von ursprünglich schon ein komplettes Rauchverbot verhängt hätte. Weil sie haben doch einiges an Geld in die Hand nehmen müssen, um diese unterschiedlichen Bereiche zu errichten. Wir wissen aber, dass die Abgrenzung innerhalb eines Lokals nicht gut funktioniert und dass die Feinstaubbelastung auch im Nichtraucherbereich eine extrem hohe ist. Und das, was man auch im Hinterkopf haben muss, ist natürlich die Gefährdung der Mitarbeiter, zum Teil Lehrlinge, die gesundheitlich gefährdet sind, weil passiv Rauchen, wie wir wissen, auch schädlich ist. Jetzt argumentiert ja die Regierung, dass man parallel zur Rücknahme dieses Gesetzes ja den Jugendschutz beim Thema Rauchen verschärft. Wie sehen Sie das? Werden da Ihrer Meinung nach ausreichende Schritte gesetzt oder könnte da durchaus noch mehr passieren? Nein, wir sind natürlich sehr für den Jugendschutz und was notwendig ist, ist mehr Prävention, um zu verhindern, dass Jugendliche überhaupt zu rauchen beginnen. Und das sollte beginnen im Kindergarten, in der Schule weitergehen. Ein Problem ist, dass wir ca. 15% der 15-Jährigen, sowohl Jungen als Mädchen, haben, die regelmäßig rauchen. Und ein Rauchverbot, das derzeit ab 16 gilt, auf 18 anzuheben, wenn 15-Jährige schon rauchen, wird nur limitierte Wirkung haben. Das heißt, wir müssen versuchen, die Kinder und Jugendlichen so weit zu schulen und aufzuklären, dass sie gar nicht zu rauchen beginnen. Rauchen muss uncool sein. Abschließende Frage. Morgen, wie gesagt, bis 10 Uhr kann man unterschreiben. Ihr persönlicher Tipp, wie viele Unterschriften werden es morgen um 10 Uhr sein? Also ich denke, dass wir knapp unter 600.000 Unterschriften haben werden. Wir haben in größeren Städten mehr Unterschriften. Also in Wien haben ungefähr 10% aller Wahlberechtigten unterschrieben. In ländlichen Gegenden sind es weniger. Und wir hoffen auf so viele Unterschriften wie möglich, weil dadurch natürlich der politische Druck auch wächst. Okay. Herr Doktor, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann sind wir gleich wieder zurück. Und dann ist der Extremismus- und Islamexperte Evgeny Dönmez bei uns zu Gast. Und mit dem werden wir unter anderem über das Thema des Wochenendes sprechen, nämlich den Vorstoß des Vizekanzlers, ein Kopftuchverbot in Kindergärten und Schulen umzusetzen. Wir sind gleich wieder zurück, ganz kurze Pause.